Hallo und herzlich willkommen bei Lebensthemen TV. Mein Name ist Marsha Leonie Lahn und dein Wohlbefinden liegt mir am Herzen. Daher bin ich heute in der Sonnenschmiede in Huttwil und da geht es um die Permakultur, denn mit Permakultur wird dein Wohlbefinden mit Sicherheit besser. Permakultur ist ein Wort, das man heute überall hört, in Büchern, in Videos, Menschen sprechen darüber. Die Menschen suchen wieder die Vielfalt, also weg von der Einfalt hin zur Vielfalt, das bedeutet im Bereich der Formen, also weg von diesem eckig-kantigen im Garten, weg von diesem düsteren Grauen hin zum Bunten. Und vor allem geht Permakultur, hat nicht nur mit Garten zu tun, es ist eine Lebensphilosophie, es geht um Bauten, es geht um Gestaltung, es geht das Zusammenleben mit der Natur, mit den Tieren, unter den Menschen. Es hat eigentlich keinen Anfang und wird auch nie ein Ende haben. Wir lassen uns in der Permakultur bei unserem Garten, bei unserem Hof sehr gerne inspirieren von Menschen, von Büchern, von Ideen, die von außen kommen. Und im Moment haben wir das Glück, dass so ein Mensch bei uns ist. Das ist der Sascha, der uns auch wieder inspiriert, dass sich dieser Garten weiterentwickeln kann. Er bringt neue Ideen und das wäre der Sascha, der für 2 Wochen bei uns ist und uns auch hilft mit neuen Inspirationen. Ich bin der Sascha. Wie Michael bereits erwähnt hat, bin ich hier für 2 Wochen und unterstütze ihn ein bisschen bei seinen Projekten, bei seiner schöpferischen Tätigkeit. Wir haben uns vor 2 Jahren an einem Diplomkurs für Permakultur hier auf der Sonnenschmiede kennengelernt. Und seither begleite ich das Projekt ein bisschen, sehe die ganzen Entwicklungen, die stattfinden. Das ist wunderschön. Ja, zur Permakultur, das ist eben so ein Begriff, der zusammengesetzt ist aus Permanent Agriculture, kommt ursprünglich von Australien, von Bill Mollison. Ja, und für mich selber, das ist einfach so, Lebensräume zu kreieren, die Menschen, Tiere, Pflanzen zusammenbringen und ja, mit dem ganzen Universum verbinden im Prinzip. Wieder so ein ganzes Gefühl, Lebensgefühl zu erhalten. Michael ist einfach ein Mensch, der versucht, täglich zu schöpfen, kreativ zu sein, schöpferisch tätig zu sein, den Impulsen zu folgen und einfach auf sein Herz zu hören und das tut, was sich gerade gut anfühlt, ohne jedes Mal schon bedacht auf das Resultat zu sein, dass man daraus Gewinn schlagen kann, Macht ausüben kann, sondern einfach zu sein. Vielleicht ein Engel auf Erden? Ich weiß es nicht. Nein, ich bin Daniela, bin am Bodensee aufgewachsen, die klassische Antwort. Und lebe seit 10 Jahren hier in der Schweiz mit Michael zusammen. Und ich habe mir auch vorgenommen, mein Leben so auszurichten, das zu tun, was mich erfüllt, was mir Freude macht. Und das ist vor allem in der Natur zu sein, zu gärtnern, mit den Tieren arbeiten und immer dem Ruf vom Herzen zu folgen. Wie seid ihr darauf gekommen, Permakultur einzuführen, wenn man das so sagen kann, einführen? Da müsste ich eigentlich das Mikrofon gleich Daniela geben, weil es war ein Impuls von ihr. Sie kam mit dieser Idee, ich weiß nicht, hat sie ein Buch gelesen dazu zuerst? Mhm. Ja, das stimmt. Ich hatte, ich glaube, es war im Jahr 2010, habe ich ein Buch in die Hand bekommen von einem Arbeitskollegen, von Sepp Holzer mit der Beschreibung von der Permakultur. Das habe ich angefangen zu lesen, zu studieren. Hat mir sofort mein Herz berührt und dachte, wow, das fühlt sich gut an, das fühlt sich für mich stimmig an, im Einklang mit der Natur zu sein, den Einklang wieder zu erlangen. Ja, dieses Buch kam 2010 in meine Hände. Es ist dann wieder auf die Seite gewandert, lag dann ein paar Jahre im Bücherregal und im Jahr 2012, wo wir hier das gekauft haben, kam mir dieses Buch wieder in die Hände und dachte, jetzt, das ist der Zeitpunkt, jetzt haben wir was Eigenes, jetzt können wir damit beginnen. Was benötigt es, um mit der Permakultur zu starten? Wie ich vorher gehört habe, ein Haus.
Nein, dazu braucht es definitiv kein Haus. Dazu reicht eine ganz kleine Terrasse, ein kleiner Balkon. Es würden sogar irgendwelche Kistchen würden schon reichen, die man vors Fenster hängt. Es gibt keine Größen, keine Dimensionen, was man Permakultur nennen möchte. Es ist einfach der Wunsch, versuchen, eine Vielfalt zu gestalten. Und das kann man bereits schon im ganz Kleinen tun. Ist nicht größenabhängig. Das war eine ganz wertvolle Antwort, dass man da gar nicht viel braucht, dass man das wirklich auf dem Balkon oder auf der Terrasse schon einführen kann. Wie gestaltet sich ein normaler Tag bei euch? Es hängt immer davon ab, welche Jahreszeit wir haben, wer ist auf dem Hof im Moment. Manchmal sind wir auswärts auch und es hängt immer ein bisschen davon ab. Also was sicherlich wichtig ist, ist die Versorgung von den Tieren. Wir haben ein paar Tiere, da kommen wir vielleicht später zu. Die müssen versorgt werden, gepflegt werden. Dann haben wir natürlich die Pflanzen, wo man anziehen muss, um die man sich sorgen muss. Dann, es ist unterschiedlich. Also wir stehen sicher früh auf. Wir gehen nicht allzu spät ins Bett und stehen eigentlich mit der Sonne auf im Sommer, vielleicht um 5, 6. Ja, wie gestaltet er sich? Ja, wir sprechen uns manchmal ab. Manchmal macht jeder für sich seine Arbeiten, manches machen wir zusammen. Ja, hast du noch was? Ja, dieser Tag gestaltet sich vielleicht auch ein bisschen nach permakulturellen Prinzipien, dass jeder Tag ein bisschen anders ist. Also es gibt keinen, nicht wie ein Bürojob, wo man erstmal die Stempelkarte irgendwie einführen muss, sondern wir stehen auf und schauen, wir planen dann, was gibt es zu tun, ist es wichtig, kann man es, hat man auch Lust dazu im Sinn von, fühlt es sich richtig an. Wir leben nach diesen Impulsen und manchmal ist es so, manchmal ist es so, manchmal kreieren wir bauen, wir verändern, manchmal erhalten wir koordinieren uns, wir räumen auf, wir putzen. Eigentlich das, was fast in jeder Wohnung, in jedem Haus einfach an Arbeiten anfällt. Wie sieht es aus? Kann man davon leben oder arbeitet ihr noch nebenbei? Bei mir ist es so, ich arbeite noch nebenher 1 bis 2 Tage mit Menschen mit Behinderung. Ich bin Fachfrau Betreuung, habe ich noch gelernt hier in der Schweiz. Es beschränkt sich aber auf 1 bis 2 Tage. Es braucht mich hier, es braucht uns hier. Es ist groß hier. Wir haben viel Umschwung, wir haben Tiere und das braucht Zeit. Und diese Zeit von meinem Leben möchte ich gerne hier widmen. Ja, also 1 bis 2 Tage bin ich auch noch. Tendenz eher noch weniger. Vielleicht wird es mal nur noch einen Tag und vielleicht in ein paar Jahren dann nur noch hier. Mal gucken, wie sich's anfühlt. Ja, ich bin nicht angestellt, somit frei von Arbeitsverträgen. Das heißt aber nicht, dass auch ich manchmal auswärts bin, wenn ich gerufen werde. Ich habe so aushilfsweise bin ich auswärts oder wenn wieder mal von meinem alten Beruf in der Energietechnik ein Mandat auf mich zukommt. Aber grundsätzlich bin ich immer da. Lebt ihr alleine in diesem schönen großen Haus? Da möchte ich das Mikrofon als allererstes meine Mutter weitergeben. Nein, da ist noch ein Mensch. Meine Mutter lebt bei uns, ein wichtiger Mensch für uns, ja. Und damit würde ich sagen, gebe ich das Mikrofon doch gleich weiter. Ja, ich darf hier wohnen mit meiner lieben Schwiegertochter und mit meinem lieben Sohn. Mein ganzes Leben war das ein Wunsch von mir, auf einem Bauernhof zu wohnen, weil ich bin von beiden, meinen Eltern waren Bauern zu Hause, mit Bauernhof aufgewachsen. Und es hat sich nie ergeben, ich war der Sklave in der Arbeitswelt, das mir eigentlich nie gefallen hat. Jetzt bin ich pensioniert und kann tun und lassen, was ich will. Und das ist wunderbar. Und mit jungen Menschen zusammen zu wohnen, ist etwas Wunderschönes, weil man kann sehr viel von ihnen lernen. Geht ihr noch in den Coop oder in die Migros oder so? Oder könnt ihr alles von eurem selbst angepflanzten oder angebauten essen oder trinken? Selbstverständlich gehen wir in Coop und Migros.
Wo gehen wir sonst noch hin, Daniela? Auf Märkte gehen wir auch noch. Und die Frage ist lustig, weil viele, die hierher kommen, fragen, ja, geht ihr noch einkaufen? Und wenn wir dann sagen, ja, wir gehen auch noch, ja, wunderbar. Wir machen keine Religion draus. Und Selbstversorger zu werden, zu sein, das braucht Zeit. Das braucht, wie soll ich sagen, es braucht eine gewisse Größe vom Grundstück, die bearbeitet werden muss. Die Erde muss hergerichtet werden. Und es gibt Bereiche, wo wir, sage ich, vielleicht 80-90% uns selber versorgen. Das sind die Heilkräuter. Mit dem Gemüse werden wir auch weitgehend selbstversorgend sein. Da sind wir aber in den Startlöchern. Die Böden sind jetzt parat und wir werden sehen. Und wie gesagt, wir wollen keine Religion draus machen. Ich gehe auch mal gern durch den Markt und probiere neue Sachen aus. Und die Laufenten, die haben wir seit einem halben Jahr. Zum einen, weil wir Enten süß finden. Die sind einfach lustig. Und vor allem auch wegen der Schnecken. Wir sind im Napfgebiet und haben dementsprechend viel Wasser, viele Schnecken. Und die letzten zwei, drei Jahre sind wir hingegangen, haben die Schnecken eingesammelt, haben sie fortgetragen. Am nächsten Tag waren sie wieder da. Das war ja sehr mühsam. Mit Gift wollten wir nicht dahinter. Das ist ja ganz, ist für uns nicht stimmig. Und sie haben doch recht große Schäden verursacht bei unseren jungen Pflanzen. Und ja, dann war ich die Idee, jetzt holen wir uns Helfer. Um wieder den Bogen zur Permakultur zu machen, ist das ganz klar, dass solche Helfer erwünscht sind, dass wir nicht kämpfen gegen irgendwelche Schädlinge, sondern dass wir versuchen zu verstehen, warum haben wir diese Schädlinge und vor allem, wie kann man auf natürlicher Weise, in dem Fall durch Nützlinge, halt dem entgegenwirken. Aber Enten, das ist schon eine gute Sache. Dann habt ihr noch zwei Pferde, zwei Pferde, das sind sehr spezielle. Was sind das für Pferde und wozu sind die da? Richtig, wir haben zwei Pferde, eine Mutterstute und ihr Absetzer. Also die eine ist, Cheyenne ist die Mutterstute, ist ein bisschen älter schon und die Tochter Dakota ist jetzt 5 Jahre. Es ist ein Hobby vor allem von mir. Ich bin mit Pferden praktisch aufgewachsen und habe mir immer Pferde gewünscht. Zum einen zum Haben, zum Reiten. Es ist für mich ein wunderbarer Ausgleich, auch zum Garten oder zur Arbeitswelt, in der ich noch ganz minim tätig bin. Es ist auch gedacht für Menschen, die zu uns kommen, die gerne an ihrer Kommunikation arbeiten möchten. Es ist für Kinder. Ich mache kein therapeutisches Reiten. Es sind vor allem so Kommunikationsgeschichten wunderbar, wo man sich selber eigentlich wieder finden kann mit Hilfe von den Tieren. Und sie bereichern auch den Garten mit dem Mist. Den verwerten wir selbstverständlich. Ja, und auch so schön, sie hier zu haben. Heilkräuter werden nicht mehr gekauft. Wozu werden die benötigt? Werden die weiterverarbeitet? Ja, genau. Wir haben angefangen, bevor der Gemüsegarten kam, haben wir uns auf die Heilkräuter spezialisiert. Ist auch leichter als Einstieg. Es geht ein bisschen um innerliche Anwendungen. Wir machen Tinkturen für uns, wir machen Tees, wir verwenden sie zum Kochen. Wir trocknen Kräuter. Wir trocknen auch Obst für den Winter. Wir stellen Salben her, Cremes her, also Naturkosmetik. Und ja, dafür brauchen wir die. Die Entsorgung würde ich gleich mal so anders ausdrücken. Ich würde dem sagen, Ressourcen, die lokal anfallen. Bei uns im Speziellen ist es mal der Pferdemist. Wir haben sehr viel Pferdemist. Und wir sind immer noch in diesem Prozess zu schauen, wie wir diesen Mist bei uns gebrauchen können, weiterverwerten könnten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Biogasanlage, einen Biomeiler oder halt den Mist so auf unseren Beeten zu verteilen, dass es uns auch als Anzuchtbeete dient, als zusätzlicher Energielieferant für Pflanzen. Und das gilt auch für andere Abfälle, die entsorgt werden müssen, die wir eigentlich weiterverwenden. Das ist auch alles, was mit organischen Abfällen zu tun hat. Das wird ausschließlich bei uns weiterverarbeitet und wiederverwendet. Also Abfälle sind für uns Ressourcen. Das gilt auch für unsere Klärung. Da kommen wir vielleicht noch später darauf. Das Haus, das heißt Sonnenschmiede, oder? Und wie kam es zu diesem Namen und was bekommt man in diesem Haus sonst noch? Da würde ich zuallererst auch gern das Mikrofon weitergeben an unsere liebe Antonia, weil der Name, der kam von ihr.
Ja, der kam ganz spontan, dieser Name. Ich liebe die Sonne. Und interessant war Michael, wo er klein war, er hat immer so gestrahlt. Und wir haben ihm immer Sünneli, das Sonnchen, gesagt. Und dann war plötzlich der Name da, Sonnenschmiede. Und das wurde, sie waren gerade begeistert davon. Ich habe vernommen, an der Sonnenschmiede, da kann man irgendwie Seminare machen, Produkte kaufen. Magst du mir dazu mehr erklären, Michael? Die Seminare, Produkte, das ist natürlich so ein Bereich, der ständig, der wächst, der sich verändert, dass er Neues kommt, Altes geht. Im Bereich von Seminaren ist es so, dass wir einen Seminarraum gebaut haben. Das war ursprünglich mal so eine Heubühne, die haben wir umgebaut in einen Seminarraum, wo es heute so ist, dass wir eigene Seminare geben im Bereich von spirituellen Themen, von kreativen Themen, wo wir zum Beispiel Traumfänger bauen, wo wir Solardörr bauen, wo wir spirituelle Kurse durchführen, verschiedenste Bereiche auch im Bereich Klang zum Beispiel, Klang und Gesang, wo wir uns drei aufteilen. Und es sind natürlich auswärtige Menschen, die kommen und gerne hier bei uns ein Seminar anbieten. Von den Produkten, da ist es so, dass wir heute mit Heilkräuter, dass wir da Produkte vertreiben, eigene Produkte, dass wir auch im Bereich von Terra Preta, kommen wir vielleicht später noch dazu, Produkte verkaufen. Die Solardörrer, also wo wir das Obst, Pilze, Kräuter in Rohkostqualität trocknen können mit Hilfe der Sonne, dass wir da ein Produkt bei uns entwickelt haben und so vertreiben. Es ist ein Kommen und Gehen. Habe ich noch was vergessen? Die Permakultur ist natürlich ein sehr großes Thema hier. Auch hier finden regelmäßig Seminare, Kurse statt, wo auch wir den Garten zeigen, Vorstellungen machen, wo wir unseren Weg den Leuten mitteilen. Das ist nur wichtig. Ja. Also die Permakultur ist ein Permakultursystem hier. Was für Menschen kommen hierher oder was ist so die Zielgruppe? Ja, Menschen sind die Zielgruppe, das ist richtig. Die Zielgruppe, das sind einfach Menschen, die sich inspiriert fühlen, die hören, die lesen von uns, oder Menschen, die möchten selber eine Gemeinschaft gründen, das klingt so komisch, aber die einfach eine neue Möglichkeit zu leben suchen. Die kommen hierher, schauen sich das an und nehmen, was für die passt und lassen das, was für sie nicht stimmig ist. Aber es ist ein Ort, der einfach inspirieren soll, der auch Mut machen soll. Wenn wir das schaffen, dann schaffen es andere auch. So, und wie komme ich zu euren tollen Produkten? Gibt es eine Webseite? Ja, dass das auch noch geklärt ist, natürlich gibt es eine Webseite. Es ist die www.sonnenschmiede.ch. Da ist ein E-Shop drauf, ja, wo man ein paar Produkte findet. Das, was vorher erwähnt wurde, kann man online bestellen. Man kann da anrufen oder man kann einfach vorbeischauen und dass sich die Produkte so anschauen und dann entsprechend kaufen. Wir werden natürlich selbstverständlich wieder hierher kommen und dann detaillierter zum Beispiel auf so eine Geokuppel eingehen oder auf diesen Teich da drüben oder auf diese Hochbeete. Die Enten haben wir schon ein bisschen besprochen, was sie tun. Ja, es geht weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.